Radeberger präsentiert Hip-Hop-Culture on Air mit Jean-Marc Heukemess. Es wird heute speziell und exklusiv, nicht unbedingt, weil DOS 9 zu Gast ist. Das haben ja schon einige vermutet. Ja, es ging so rum. Ja, wahrscheinlich kommt ja demnächst dann noch wieder dieser DOS 9. Es hat aber einen guten Grund, dass dieser DOS 9 zu Gast ist, weil der halt einfach ein kreativer Typ ist, der so viele neue Projekte am Start hat, dass ich ihn einladen musste. Und wir haben auch noch ein grandioses Gewinnspiel, dazu später mehr. Es wird exklusiv. Geht's dem DOS 9 denn gut? Mir geht's gut. Ich möchte mich als allererstes entschuldigen, dass ich hier bin und dass ich so produktiv bin. Tut mir leid. Meldet euch gern bei Jean-Marc, wenn ihr auch produktiv seid. Leipzig, generell eine produktive Stadt, ein produktives Umfeld, seit ein paar Jahren deine Heimat. Lässt es sich hier gut leben für dich? Es scheint ja so, sonst wärst du vielleicht nicht so produktiv. Ja, also produktiv war ich ja schon immer irgendwie. Aber ich feiere Leipzig. Auch jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, freue ich mich dort zu sein, aber freue mich auch wieder nach Leipzig zu fahren. Ja, also ich lebe hier ein gutes Leben, muss ich sagen. Auch schön, dass du jetzt hier bist. Können wir noch mehr Vetternwirtschaft betreiben. Genau, die Wege sind kurz, da lässt sich das besser realisieren. Ja. Du hast viele Projekte, die dieses Jahr noch rauskommen. In diese werden wir heute exklusiv reinhören vor VÖ. Wunderbare Geschichte auf jeden Fall. Zudem haben sich DOS und ich mir so gedacht, okay, da gibt es neue Projekte von ihm. Die haben einen großen Ostbezug, weil auch viele andere Ost-rappende Ostmenschen mit dabei sind, so wie wir ja im Osten auch leben. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gibt es heute nur ostdeutschen Rap von Herren wie Damen. Das wird wunderbar. Wir hätten die Sendung, glaube ich, auch explodieren lassen können. Also es gibt natürlich eine Menge hier, was man spielen müsste. Wir haben uns ein bisschen was rausgesucht und lasst euch überraschen auf jeden Fall. Wir müssen vor allem als erstes darüber sprechen. Das eine ist schon circa 6 Monate raus, das T9-Album 9. Ja. Und dann haben wir aber ja auch ein wunderbares Album draußen, oder es ist eher eine EP, die wir hier auch stehen haben. Die verrücktesten Abenteuer des schönsten Mann im Raum. Ja. Dazu später mehr, wie ihr vielleicht auch an die Scheibe rankommt. Sample-technisch ganz besonders und vor allem auch die Umsetzung des gesamten Projektes. Da haben du und Talky sich auch wieder was einfallen lassen, auf jeden Fall. Ja, also es... ich habe es im Newsletter immer schon beschrieben an die Leute, die ist ja quasi damals als so Pre-EP zum eigentlichen Album schon als Vinyl erschienen, in einem grandiosen Schatzkarten-Artwork mit den Kurt Burschis zusammen. Und die Tracks dort drauf basieren halt alle auf ganz alte deutsche Indie-Songs und sind dann wirklich auch ganz hart gesampelt. So, Talky hat da kaum was dran gemacht, außer halt wirklich so arrangiert und die Golden Loops gefunden. Und die sind so... Abfallprodukt würde man jetzt, wäre jetzt der falsche Begriff, aber wir haben halt eine Zeit lang parallel an 3 Alben gearbeitet und das war quasi mal eins der Alben und immer wenn wir irgendwie Bock hatten oder gerade irgendwie Muse für eins der Sample, sind die halt quasi sukzessiv immer entstanden, die Tracks, währenddessen wir parallel an 9 gearbeitet haben und damals tatsächlich auch die King Fu EP, welche nach 9010 so ein bisschen unter der Hand kam. Das waren so 3 Projekte mit so 3 verschiedenen Konzepten, wo wir quasi mal hin und her geswitcht sind, je nachdem, wo sich es gerade am fluffigsten arbeiten lässt. Genau, und dies vor kurzem die mutigsten Abenteuer. Die mutigsten Abenteuer. Das war nämlich auch mal Arbeitstitel. Wir haben uns dann aber für die verrücktesten entschieden. Die ist jetzt quasi nochmal in die Streams gekommen. Es gab nochmal ein kleines Kontingent am Vinyl, was mittlerweile, glaube ich, jetzt komplett ausverkauft ist. Also die Vinyl gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, wenn, dann hat HV noch 2 oder 3, aber glaube ich auch nicht mehr zur Zeit, wenn die Sendung jetzt ausgestrahlt wird. Dementsprechend kann ich schon mal verraten, bleibt auf jeden Fall dran. Es gibt nämlich vielleicht ja noch ein Exemplar, vielleicht, dass man rankommen kann. Vielleicht, ja, das eine oder andere könnte man aus Zufall finden im Lager. Man weiß es nicht. Genau, immer diese Posts von manchen. Ich habe hier noch ein paar Kisten wir gefunden. Wir haben noch 40 Platten gefunden von. Ja. Genau, meldet euch schnell. In unserem Riesenlager. DOS hat es gerade so schön gesagt, falls es euch noch nicht bekannt sein sollte, bei T9 gibt es diese wunderbare Art und ich finde das wirklich gut. Also es hat ja schon was fast Altmodisches, aber ich finde das wirklich einen guten Weg, um zu kommunizieren mit eben Menschen, die Interesse an der Musik haben. Newsletter bei T9. Einfach mal abonnieren, weil da erfahrt ihr einfach so rechtzeitig,
wann kommt neue Musik, wo spielen die Jungs vielleicht auch secret-mäßig. Das ist sehr zu empfehlen. Ich habe das ja auch immer vor Jahren vorgehabt, mal so ein Newsletter anzulegen. Ich glaube, es hätte sich gelohnt, aber ich war immer zu faul. Ja, also mittlerweile machen es tatsächlich viele. Es ist halt einfach eine tolle Art und Weise, an seine Community, die wirklich Bock hat auf deine News, ja regelmäßig zu kommunizieren, wenn irgendwie was ansteht. Ich meine, bei Instagram, jetzt mittlerweile geht es wieder mit den Reichweiten, aber eine Zeit lang war es so, da hast du deine, weiß ich, 5.000, 6.000 Follower und sagst, hey, ich habe ein neues Album, und dann kriegst du irgendwie so, reagieren dann 90 Leute drauf, und dann, wenn die Platte dann draußen ist, beschweren sie sich dann später, ja, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass das Album draußen ist, etc. Und so ist es für uns cool und auch für die, die mit uns cool sind, cool. Tolles Format. Und wie gesagt, einerseits ein bisschen altmodisch, andererseits aber gerade für uns Indie-Musiker vielleicht auch zukunftsweisend, weil wir einfach unabhängig von ja, irgendwelchen sozialen Netzwerken sind, welche auch gefühlt irgendwie im 8- bis 10-Jahres-Rhythmus so wechseln. Naja, vor allem finde ich das auch so schön, ne? Diese Reizüberflutung, wenn du auf Instagram gehst oder von mir aus auch, wenn du dich noch auf Facebook aufhältst, ist halt der Vorteil, du kriegst eine E-Mail, und selbst wenn du diesen Klassiker hast, das machst du ja generell, glaube ich, mit E-Mails, so geht es mir jedenfalls, eine E-Mail. Aber die bleibt halt dann erstmal da, und irgendwann setze ich mich die Woche hin und dann arbeite ich so rückwärts durch. Und das ist das Geile, die ist dann wenigstens da. Aber zum Beispiel bei Instagram, wenn da Nachrichten reinkommen, die sind halt einfach irgendwann weg. Findest du nicht mehr. Dann heißt es irgendwann, wieso hast du mir nicht geantwortet? Und das Schöne ist bei einem Newsletter, der ist einfach da. Ich muss auch sagen, wir haben tatsächlich eine coole Opening Rate auch. Also wenn ein Newsletter rausgeht, dann sind so innerhalb der ersten 48 Stunden so um die 65-70% Opening Rate, das ist auf jeden Fall stabil. Okay. Oh, Entschuldigung. Liegt am Getränk. Und wie gesagt, da wir haben halt nicht Hunderttausende von Listeners bei Spotify oder weiß ich was, aber wir sind dadurch in der Lage, halt wirklich eine komplette Plattenauflage innerhalb von 2 Wochen komplett über unsere Kanäle zu verkaufen. Und das ist nicht von der Hand zu weisen. Ist auf jeden Fall für Künstler in eurem Bereich der beste Weg. Ich habe da schon mit einigen auch die letzten Monate wieder gesprochen. Man muss eigentlich viel mehr selber machen, weil es lohnt sich am Ende auch. Man muss aber halt aber auch dementsprechende Wege sich aufbauen. Es ist aber auch anstrengend. Also ich muss auch ehrlich zugestehen, ich würde es cooler finden, wenn ich das alles nicht machen müsste, sondern einfach tatsächlich nur Musik mache. Und weißt du, wie zur guten goldenen HV-Zeit. So, weißt du, hast einfach deine Platte fertig gemacht, hast mit den Jungs gesprochen und dann ging alles seine Wege. Und hast halt auch noch einen Fernkurs gekriegt. Jetzt ist alles ein bisschen anders. Das ist nicht HV schuld, sondern eher, okay, es wird immer mehr Musik released. So, es ist auch alles teurer geworden. Egal ob Cover bedrucken, Vinyls pressen lassen oder weiß ich was. Von daher ist es zwangsläufig so der einzige Weg, wenn du irgendwie ja, ein bisschen was aus deiner Musik rausholen möchtest. Wir müssen jetzt erstmal in dieses verrückte Projekt reinhören. Ich glaube, dass doch ein großer Teil das noch gar nicht so richtig mitbekommen hat. Natürlich haben sich da Talky und DOS auch wieder einfach in ganz anderen Bereichen bewegt. Das ist ja das Schöne bei euch. Ihr habt immer irgendeine Überraschung parat. Wenn irgendwie ein Album bei euch rauskommt oder ein Projekt, dann denkt man so, ja klar, die T9-Jungs. Und dann hört man es und denkt sich so, okay, was war da los? Ja, die heißt nicht umsonst die verrücktesten Abenteuer. Wir hören rein in den Song. Du hast eigentlich vorher schon auch gesagt, lass uns doch gerne den nehmen. Finde ich auch großartig. Hat so einen schönen Eingroove, Wochenende kommt Vibe. Ja. Wir haben die Power, heißt der Track. Viel Spaß damit. Steigt, solange bin ich hier unverweilt. Wir haben die Power. Wenn
wenn wir anfangen würden, uns den Kopf darüber zu zerbrechen, woran wir scheitern können. Wir würden klaglos scheitern, uns den Kopf zu zerbrechen. Wir haben die Power. Wir brauchen die Power. Lasst uns aufhören, über Details zu streiten. Einzeln sind wir zerbrechlich. Aber wenn wir zusammen sind, wird jeder Schlagstoff in uns zerschellen. Mit voller Power. Wir tragen das Licht in uns. Wir haben die Power. Ich will nicht debattieren, ich will rollen. Ich komme als Freund. Wir löffeln alle dieselbe Suppe. Lasst uns glücklich darüber sein, dass wir was zum Löffeln haben. Denn wir haben die Power. Wir haben die Power mit den Löffeln. Aus Fesseln, doch festgesessen im echten Verbrechen. Ich hasse meine Schwäche, bin wie besessen davor, niemanden zu verletzen. Stört mich währenddessen herunter die Treppe. Ich schätze, dass sie mich als uneinschätzbar einschätzen und denke, dass ich Fetzen des Setzes hintersetzen verstecke. Doch sie sind alle nicht besser als ich. Und wie sie wirklich denken, kommt nur im Dunkeln ans Licht. Ich durchschaue dich nicht. Oberfläche bleibt nur klar, bis die Welle einbricht. In dieser gehen die meisten verloren. Unter Wasser kann man nicht sprechen. Und so sehen wir uns zu, wie wir alle ertrinken. Und wir können uns dabei nicht retten. Nein, ich bin nicht depressed, ich hab nur zu viel gesehen. Spiegeln an der Wand, wo liegt das Problem? Ich bin das Ende aller Antwort, denn deine Frage tut weh. Ich bin die Atemtote. Nein, ich bin nicht depressed, ich hab nur zu viel gesehen. Spiegeln an der Wand, wo liegt das Problem? Ich bin das Ende aller Antwort, denn deine Frage tut weh. Ich bin die Atemtote aus Kunst und System. Wach auf aus Fiebertraum, meine Augen sind versandt. Auf welche Lüge baut Vertrauen, welche Lehre bringt Distanz? Bad Vibes, hartes Herz, schlechte Laune, unentspannt. Unter Hund, eingezogener Schwanz, erwarte das von Mensch, was ich selbst nicht geben kann. Lernprozesse nie so, hab kein Feedback, fast wie Strafe. Projizier die Schuld auf alle und klage mich an. Die Zelle kannst du nur von innen öffnen, tja, aber draußen will dich keiner haben. Dieser Gedanke macht Angst und das Loch wird immer tiefer. Die Trauer macht mich krank und der Hass bricht meinen Kiefer. Kein Kern, den es zu knacken gibt, das Rätsel ein unlösbarer Fall. Die Echo kann deine Gedanken unerträglicher Schall. Mit mir sind die Mutigsten und die Schwächsten. Mit mir kann man lernen oder zerbrechen. Denn jeder Mensch hat eigene Gesetze. Und jeder geht davon aus, dass seine gerecht sind. Sehnsucht, Connection, funktioniere alleine am besten. Kein Glauben an Liebe und Lächeln. Skeptik, warum Menschen so nett sind. Und dich im nächsten Moment wieder vergessen. Und nie ein Wort sprechen, wenn sie verletzen oder verletzt sind. Bin ich gestört oder sind das Prinzipien? Bin ich zu ehrlich oder kapier ich das Spiel hier nicht? Ich hab nur zu viel gesehen. Spiegeln an der Wand, wo liegt das Problem? Ich bin das Ende aller Antwort, denn deine Frage tut weh. Ich bin die Atemtote. Nein, ich bin nicht depressed. Ich hab nur zu viel gesehen. Spiegeln an der Wand, wo liegt das Problem? Ich bin das Ende aller Antwort, denn deine Frage tut weh. Ich bin die Atemtote aus Kunst und System. Wesen, TJ, Deadweiler, mit Spinelli die Hochzeit haben. Beute Schema, kultivierte Bursche, große Viper. Doch Ashley and Leica, Plüschkostüm, Hasewegweiser. Auf Spiegel, Knarre drauf, Halter. Simpler Spruch, Miss Fenster stumm. Rende die Ratte, Minelli leiser. 9 bis 5 gescheitert, Zeitleine reißt ab. Fuck, Peitsche treibt weiter. Zwangsneurotiker, Fickfinger für Pfizer. Antizeitgeist, reite Welle vorm Hyperfokus. Bleibt meist fern von der Scheißbar. Steini socialized, Lifestyle kreist meiter. Sitcom Romantiker, Mojo wegen Herzschmerz. Leid brach, braucht Poison ein wie Zeit nach. Fuck, Single in 30er, Trauma. Taxi Driver, Tagebuchschreiber einsam. Zynismus Tag um Tag bleibt. Na fuck, mit Beziehungsgestörten im Cypher. Drop the rhyme.
no covert in his spot, no covert in his shit. Tagebuchschreiber, Taxi Driver. I make it pop when I drop the rock, no covert in your spot. 365 Taxi Driver. Like a 357 Tagebuchschreiber. Einsam mit beziehungsgestörtem Cypher. Was ich ausspreche, verdrehte sich stets gegen mich wie Lügen. Selbsterfüllte Prophezeiungen übergeb mich in der Frühe. Sind die Flügel erst gestürzt, bist du angewiesen auf Züge. Alternativ jedes Transportmittel deiner Wahl. Ob die Entscheidung richtig war, merkst du erst am Abend danach. Adler oder Schakal, warte, ich bin gleich da. Setz mich auf der Straße aus, verwahrlost am zweiten Tag. Triff mich in der Ferne an, ich bin noch lange nicht so nah. Denn die Laterne spendet Licht erst mitten in der Nacht. Zwischenfazit, ein Drittel ist fast geschafft. Im vierviertel Takt komm ich so langsam aus dem Arsch. Dachte am Anfang schon, ich hätte es erkannt, was mich wach hält. Ab jetzt geh ich das Ganze anders an. Augen auf den Boden, ich muss auf meinen Weg schauen. Blätter durch die Kiel. Für dich gilt Augen auf beim CD-Kauf. Bewege mich tagtäglich zwischen 100 und 0. Jeder weiß Bescheid, doch ich suche noch nach dem Grund. Immer on the run, doch komme nie wirklich zur Ruhe. In mir drinnen lodern Flammen, doch nach außen geb ich mich cool. Schaurig blick ich nicht durch, raube jegliche Furcht. Taumel zwischen funky Jazz und ekligem Blues. Mit einem Fuß auf Gas und den anderen trete ich nur bis zum Anschlag. Benehme mich, als ginge es mir gut, bisschen mulmig. Doch kein Unglück, nur weil der Schuh drückt. Der frühe Vogel fängt den Wurm, solange er in der Schule sitzt. Kein Kontakt, weil das Telefon gemutet ist. Denn bis zum Mittag bleibt man unter sich, ich flunker nicht. Mach die Kunst für mich und für dich auf, dass das Leben endlich wieder ein paar Wunder bringt. Wenn ich den Text in unter einer Stunde runtertipp, liegt's daran, was der Bruder flippt, bevor ich ihn in den Urlaub schick. Mach die Kunst für mich und für dich. Bevor ich ihn in den Urlaub schick. Grüße in meine alte Heimat, Halle, etc. pp. Und Rob S. Pierre mit einem Song, den sie exklusiv durchgeschickt haben. Erscheint erst im Herbst, dann auf ihrem gemeinsamen Album, etc. pp. Rob S. Pierre, wenn ihr die Jungs noch nicht kennt, bitte mal auschecken. Und wir müssen jetzt nochmal zurückspringen. Wir haben ein bisschen schnell gesagt, oh, komm, wir hören jetzt in die T9-Scheibe rein, weil wir hatten ja noch ein paar Künstler mit dabei. Ihr habt gehört, Pleike aus Leipzig, habe ich letztens erst live gesehen im Vorprogramm von DP, fand ich sehr gut. Da läuft schon die Musik wieder weiter. Und dann hatten wir noch Pucci und Jay Spaten mit Taxi Driver. Crackpack Records Represent. Auch gerne mal auschecken. Jay Spaten solltet ihr im Normalfall allein schon aufgrund des Mannes, der neben mir sitzt, kennen. Pucci auch bitte mal empfehlenswert auschecken, wie man so schön sagt. Du bist ja jetzt einer der, habe ich jedenfalls immer das Gefühl, was? Ich wollte gerade krassesten sagen. Absolut, der krassesten, der schönste, ja so, das wissen wir ja alle. Der schon, habe ich immer das Gefühl, auch ganz gut Bescheid weiß, was so im deutschen Hip-Hop-Untergrund geht. Also wenn man dich manchmal so antriggert, haust du auf jeden Fall raus, ja Mensch, das hier und da, hör mal da rein und da kennst du die und so. Du hast dich ja auch oft, weil wir ja gerade die beiden Hallenser Jungs hatten, auch in den letzten Monaten oder so im letzten Jahr häufiger mal zu The Breed ins Studio verirrt. No. Da können wir gar nicht über alles sprechen, glaube ich, was ihr da so getrieben habt, ne? Das klingt ein bisschen komisch, aber... Fabian, ja. Grüße. Ja, nee, wir haben viel coolen Scheiß gemacht. Sind auch im regelmäßigen Austausch. Ja, vielleicht geht auch beattechnisch ein bisschen was mit The Breed irgendwie über sein Label. Das steht immer mal irgendwie auf dem Schirm. Schauen wir mal, ja. Worauf möchtest du denn hinaus genau? Hätte ja sein können, dass du uns irgendwas erzählst, was ich noch nicht gelesen habe oder noch nicht weiß, aber alles gut. Er ist ja so jemand, der sich viele Leute auch gerne in sein Studio holt, weil er an verschiedenen Projekten arbeitet und man sich dann so miteinander austauscht. Wir hatten ja auch in der letzten Sendung mit Azudem SK ausführlich über ihn gesprochen.
breit gefächerter Produzent auf jeden Fall. Mega, auch mega cooler so Arbeitspartner einfach. Also das alles, was wir gemacht haben, war jetzt tatsächlich keine typische Rapper-Produzenten-Zusammenarbeit. Also es steht jetzt nichts irgendwie an, dass Breed irgendwas produziert, worauf ich rappe, was ich aber auch nicht ausschließen möchte. Mhm. Aber es waren tatsächlich eher so viel, der macht halt auch viel Soundtracks und so ein Stuff und hat für Spuk unterm Riesenrad. Spuk, ja, ich habe auch gerade überlegt, wie der Film heißt. Hat er das komplette Scoring gemacht, also den kompletten Soundtrack und die ganze Musik, die da läuft. Und dann gibt es halt auch ein paar Songs. Da habe ich halt ein bisschen mit ihm zusammen die Feder geführt und habe tatsächlich auf dem Soundtrack auch einen Song gemacht, den Geisterboogie. Ja. Ihr seht schon, dieser DOS 9 ist auf vielen Baustellen unterwegs. Und wie gesagt, The Breed im Kopf behalten. Kennt ihr auch The Breed, einfach allein schon aufgrund seiner Vergangenheit und wo er auf manchen Alben war, müsst ihr mal ein bisschen genauer googeln, wie man so schön sagt. Wenn es jetzt so um neuen Rap geht und wir haben ja heute auch viele kleinere Künstler mit dabei, bist du dann eher der Typ klassischer Sound oder eher moderner Sound? Weil ich meine, du selber mit deiner Musik bewegst dich ja irgendwie auch seit Jahren in alle Richtungen. Ich bin da gar nicht so festgefahren. Also generell bin ich immer neugierig, was so an neuen Künstlern so auf dem Platz steht. Auch jetzt zum Beispiel, gerade jetzt zum Beispiel in Leipzig interessiert es mich zum Beispiel auch, was sind hier für Akteure, was sind hier für Talente etc. und vernetze mich da gerne auch. Und soundtechnisch bin ich da gar nicht festgefahren. Also das können sowohl Leute sein, die so völlig vibigen 808 Sound machen oder die halt weiß ich, wie Posse unter Tage zum Beispiel auf so die staubigsten 90 BPM Beats drüber gehen. So, sobald ich dem irgendwas abgewinnen kann, so bin ich mit allem cool. Das passt ja ganz gut heute. Wir haben in der Sendung auch so ein bisschen verschiedene Sounds. Wir kommen nachher auch noch zu Dekadando, die ja nun auch wirklich auch in Jungs, ja, alle Richtungen irgendwie Songs raushauen. Posse unter Tage werden wir nachher auch noch spielen, auf jeden Fall. Wir haben ein nächstes Projekt von dir, über das wir sprechen müssen, was aber eventuell gar nicht dieses Jahr erscheint, aber sehr interessant ist, weil es auch sehr, ja, rappig, purer Rap ohne Hooks, einfach auf die 12 ist. Ja, darf man doch so sagen. Ja, ist ja, ja in dem Fall so. Deswegen sage ich ja, also DOS bewegt sich ja in alle Richtungen. Norden von den Fujis. Genau. Wir haben so ein Champion-Sound-Projekt. Wow, ja, war hochgegriffen. Nee, also quasi einfach nur, um das Konzept zu erklären, so die Hälfte der Tracks produziert er, die Hälfte der Tracks produziere ich. Wir rappen einfach nur, es gibt keine Themen, keine roten Fäden, keine Hooks, kein nichts. Selbst die Beats sind auch ganz minimalisiert. Also im Endeffekt ist es quasi immer nur eine Spur vom Sample und entweder sind da nun Drums drin oder nicht. Es wird auf jeden Fall nichts zusätzlich eingespielt. Und es ist tatsächlich so, nach all den ganzen Sachen, nach der neuen EP, dann nach Abenteuer, auch Young Langs, was halt alles immer irgendwie ein stringentes Konzept irgendwie verfolgt hat, ist es einfach auch mega erfrischend, mal wieder einfach sportlich zu rappen. So. Ist das dann eigentlich bei so einem Projekt, dass du vielleicht auf Sachen zurückgreifst, die irgendwie schon mal länger liegen, die du irgendwann mal kurz runtergeschrieben hast? Oder ist das dann, wenn man sich hinsetzt mit Norden und sagt, nee, komm, dann schreiben wir alles frisch? Ich schreibe alles eigentlich immer frisch. Natürlich gibt es mal so die eine oder andere Line, die irgendwie mal da rumliegt, aber ich schreibe eigentlich immer mit dem Ziel aufzunehmen, jetzt so zwischendurch mal den Stift schwingen. Dafür habe ich leider gar nicht so viel die Zeit, wie ich es mir gerne nehmen möchte. Deswegen muss ich immer on the fly machen. Was aber auch eine geile Übung ist, so du trainierst ja deinen Kopf, so wenn du sagst, okay, meistens kommt Nordin mich besuchen und dann machen wir das über zwei Nächte und dann sollen mindestens immer schon drei Tracks entstehen. Und da hast du dann auch eine gewisse Kompromisslosigkeit, die du angehen musst. Und gerade wenn es halt wirklich nur Rap sein soll, so dann kannst du auch nicht immer so deinen Kopf ficken. Und das ist halt, ja, auch ja, schreiberisch allein schon eine geile Übung, da einfach auch mal wieder ein bisschen, ja, so den sich nicht immer vom eigenen Anspruch so krass austricksen zu lassen. Norden, wenn er dich auch dann besucht und besucht hat für dieses Projekt, Fujis ist jetzt auch schon wieder ganz schön lange her. Genau. Ich weiß nicht, darfst du da mal erwähnen, ob die eventuell auch mal demnächst irgendwann wieder was rausbringen, weil auch ja eine Kombo, die wunderbar funktioniert hat? Ich bin mir sehr sicher, dass da nichts mehr rauskommen wird. Ah, okay. Aber er hatte mit, Norden hat mit Escape jetzt eine EP rausgebracht. Hören wir gleich rein. Welche bestimmt auch einspielen. So, ja. Auf jeden Fall beides gute Jungs, Escape auch super guter Mann, haben
haben ein schönes Tape zusammen gemacht, oder Tape oder EP. Es sind vier Tracks, schöne Maxi-Single haben sie zusammen gemacht. So, Grüße an euch. Stille Wasser heißt die Scheibe. Mhm. Genau, wollen wir nämlich auch gleich reinhören. Machen wir am besten jetzt auch. Wenn ja. wir schon über die Jungs sprechen, dann tun wir das. Wir hören aber natürlich auch in das Projekt von dir und Norden rein. Wird wie heißen? Wissen wir noch nicht. Wir wissen auch nicht, also wir wissen noch gar nichts. So, ich habe dir jetzt wirklich einen ganz rough gemixten Song mitgebracht. So, ich habe da nicht mal irgendwas geschnitten oder so. Ich habe nur so ein Isotope-KI-Plugin rübergehauen, damit es irgendwie ein bisschen cool klingt. Ja, ist ganz, ganz rougher Shit. Aber Namen und so weiß ich noch nicht. Wenn ihr im Newsletter seid, dann wisst ihr es auf jeden Fall als Erster, sobald da irgendwas kommt. Der Song soll aber erstmal Satans Handschuh heißen oder wird auch so heißen am Ende. Ja. Werden wir ja sehen. Wenn nicht, wir hatten ja auch schon oft in der Sendung. Wir haben irgendwas weit vor Veröffentlichung gespielt und dann kam der Song raus und hieß komplett anders. Also deswegen wundert euch nicht, wenn der Song. Ja, Satans Handschuh ist schon King-Name. So, der Track wird, glaube ich, so heißen bleiben. Muss so heißen bleiben. Sagt man das so, heißen bleiben. Heißen bleiben tun. Escape haben wir gerade schon erwähnt. Ja, sind wir beide, glaube ich, Fan von auf jeden Fall. War ja auch schon auch vor Unjahren bei mir mal im Interview zusammen mit dem guten Koma. Wie gesagt, die EP heißt Stille Wasser, hören wir auch rein. Und dann knallen wir noch schön dran aus Magdeburg, Hallenbande. Der gute Schmero hat nämlich auch ein neues Album. Lo-Fi Addict heißt es. Ist ganz frisch raus auf Vinyl. Bitte unbedingt auschecken. So Hallenbande, Magdeburg, immer gut. Wir geben uns Musik. Ey, Sweater ist basic, Reeboks sind off-white, Akzente in Butter, Godlike, wie ich den J-Kiff. Ich bin okay, du bist nicht okay, shit, krieg im Beatloch rein, mein Shit, Shaolin, dein Shit, andere Shoreline. Kylie Page, Tales, mein Babe, Blume vom Bordstein, bitter süß wie Tonic mit Popeye. Nimm den Ort ein, red nicht von Fortnite. Wenn ich komme, setzt der Chor ein. Einfach so Hip-Hop, wie ich das Wort reim. Das ist mein Leben, Alter. Zugegeben, deine Freundin ist ein Hingucker. Aber jeder weiß insgeheim, dass sie Hinschnutzer. Südberlin von Rathaus Steglitz bis Innsbrucker. Keine Klinkenputzer, Kneipen, Tresen als Sinnmuster. Stehkreis vom Späti, während ihr feiert auf Ragathon. Du hast einen Hit gemacht, Junge, das war ein Cover-Song. Komm, alte Schule, wir an Kippe ziehen und Mama kommt. Keine müde Mark in der Pantanon. Yo, im Leben angekommen. Im finsteren Tal mit den Lampignon. Spiel den Helden, ich spiel den Antagon. Deine Jungs gehen dumm am Ballon, meine gehen dumm am Waggon. Anders dein Vater, ihr kleinen Andersons. Das ist eine Kleinigkeit für mich, meine Wenigkeit und ich. Ich stelle keine Fragen, aber kann nicht sein, dass du dumm bist. Bellst rum wie ein Hund, weil du ein Hund bist. Ich mach Fuffis, indem ich rumsitz. OFDM macht Pussy undicht. Ganze Gang am Rundtisch, Kneipenlicht schummrig. Weiß eigentlich selbst, was für die Misere der Grund ist. Peinliche Treue schwüre nach drei Old Fashion Rumtwist. Und paar Kelly Flinten bis zum Lungenriss. Ja, Mastermind, auch nach 13 Jahren Ortsschose. Du bist kein Berliner, bestellst ein Döner mit Cocktailsoße. Modus Mio Songs sind für dich wie Wix-Bilder, weil du kommst verrostet da als Klamotten von Quicksilber. Alles geht den Bach runter, zu lang auf der schiefen Bahn, doch wir geben Gas, Bruder. Spontan krieg ich Blessings rein, dann mach ich einen Tanz, Bruder. Walk für einen Taui, das ist lange noch kein Knast, Bruder. Doch mein Bruder sagt zu mir, pass besser auf, was du machst, Bruder. Wir machen Druck, so wie ein Subwoofer. Under pressure, ja, darin bin ich ein ganz guter. Ich nehm dich hops auf, wenn du denkst, du bist ein ganz kluger. Ja, wir kochen Hitze, keine Küche, alles Computer. Vielleicht bin ich nicht glücklich, doch auf jeden Fall zufrieden. Bei einem Broski halt ich Wort, doch bei dir muss ich verschieben. Digga, ich hab keine Kunden, ich hab nur Termine. Ich hab Liebe für mich selbst, doch keine Zeit, mich zu verlieben. Hau. Nordin, Südberlin, ich komm auf Grimy Loops wie Conway. Hänge wieder fest im Studio, kippe Whiteberry auf Bombay, ey. Komm vorbei mit Escape, niemand juckt dein Dreckstape. Lehn dein Feature ab, das ist ne Sache, die so feststeht. Meine Atzen stehen am Zug mit Masken, so wie Bankräuber. Keine Interviews, doch man erkennt uns in Schankhäusern. Runde geht aufs Haus, denn ich lass paar Mieten da.
gerade bleiben nicht so leicht auf der schiefen Bahn, ja. Nein, der Scheiß ist nicht so leicht. Hab einen Bruder, der die Kiste malt und einen, der die Kiste knallt. Bros in der Trap und schneidet Platten so wie Pizzateig. Bin am Machen, denn ich brauch ein Fixgehalt wie Christian Streich. Gestern waren es Dudis, heute sind es Freunde. Damals waren es Dubis, heute teilen wir unsere Träume. Während ich im Stu lieg, schaust du nur auf die Beute. Doch der Mehrwert meiner City ist die Crowd randvoll mit Leuten. Also check den Vibe, voller Style. Meine Crew genießt es, weil deine Leute dazu bouncen und ich lege keine Line. Ist bequem, komm herein, kann nicht zählen, zu verpeilt. Bin geprägt von Müdigkeit, nach zu kurz mach mich nicht high. Drip ist KH fix mit Fahrrad, schick wie Lama. Nix mit Karma, Blick ins Zahnrad, lit und stark. Klitt am Barter, Rich bleibt Tarzan, nicht tragbar, deine Crew am Labern. Ihr profitiert von Kohle wie Parteien bei uns im Wahljahr. Und ich bounce back, ja Hamas nach wie vor Black. Komm auf Track, zu korrekt, Aspe Brett bleibt wie geleckt. SCH Booth, Typhoon Check, ich mach Krach in dein Versteck. Komm als Tag Team aus dem Stu und zerlegen aus Frust dein Dreck. Alles ist okay, ich hab Zeit für mich. Frag mich, wie es geht, denn ich schreib für dich. Es gibt kein Problem, schau mir ins Gesicht. Du erkennst mich nicht, ja. Yeah. Alles ist okay, ich hab Zeit für mich. Frag mich, wie es geht, denn ich schreib für dich. Es gibt kein Problem, schau mir ins Gesicht. Du erkennst mich nicht. Gestern waren es Freestyles, heute schreibe ich einen Text. Das Gestern wird zu heute, hast du heute nicht verpennt. Viele Freunde wurden fremd, vor lauter Goldketten unter ihrem Hemd hast du dir selbst umgehängt, also leb mit Konsequenz. M-O-T-S-C-H, schwarze K-R-K. Wenn du liebst, was du machst, hast du meistens deine Wahl. Die Industrie formt die Menschen wohl aus Stahl. Aus dem Hoch in das Tief, von dem Berg in das Tal. Das, was passiert, ist keine Phase, nur das Sprachrohr aus der Blase. Wie illegal Graffiti malen, immer her der Lage, wenn Probleme kommen, flinker als ein Hase. Durch den Regen, durch die Straße, such nach Leben und nach Farbe. Doch Konzerne sehen graue Tage, keine Vielfalt, doch für Werbung nach außen tragen. Ja, wen wollt ihr verarschen? Dicke Pieces am Betonfassaden liefern euch die Sonderware. Schlägt der Track ein, musst du nicht mehr auf den Donner warten. Alles ist okay, ich hab Zeit für mich. Frag mich, wie es geht, denn ich schreib für dich. Es gibt kein Problem, schau mir ins Gesicht. Du erkennst mich nicht, ja. Yeah. Alles ist okay, ich hab Zeit für mich. Frag mich, wie es geht, denn ich schreib für dich. Es gibt kein Problem, schau mir ins Gesicht. Du erkennst mich. Ja. Nee, gestern war es Klassenzimmer, heute sind Konstrukte. Gestern waren es Wackos, ab heute braune Suppe. Dicker, selbst wer's noch nicht wusste. Ja, weiß es dann jetzt, aber Rap war noch nie die Attitüde, die sich duckte. Der Mehrwert einer Gruppe heißt mehr Hände schleifen, Menschenfeinde. Aber groß werden heißt auch lernen, wo uns Grenzen spalten. Doch jede brennende Zeile aus der Zen-Gemeinde wird gebremst durch keine Ignoranz, sondern beweist längere Beine. Denn im engsten Kreise fühlt man sich trotz stressender Belange. Hechelt noch im Stande für das Schmettern einer Flanke. Flüster es am besten dann der Schwester deiner Tante. Sehr viel Liebe wird geteilt live bei einer Fiesta aller Bande. Zappalot. Was für Ton, dieses Pack sieht rot und liefert trotz magerer Zeit den bunten Lack und Brot. Takt und Flow, Ups und Los statt Stagnation. Wenn ich dann noch Zeit für mich selbst finde, ist eigentlich alles fast im Lot. Alles ist okay, ich hab Zeit für mich. Frag mich, wie es geht, denn ich schreib für dich. Es gibt kein Problem, schau mir ins Gesicht. Du erkennst mich nicht, ja. Yeah. Alles ist okay, ich hab Zeit für mich. Frag mich, wie es geht, denn ich schreib für dich. Es gibt kein Problem, schau mir ins Gesicht. Du erkennst mich nicht. Es ist Hip, nur keine Mucke für Moshpit. Er schreibt nur Punchlines und kompensiert so sein Kopf. Ja, Teile schmeißen dann Optik. Mein Track auf deinem iPhone, wenn du mal wieder lost bist. Na ja, ja, ja. Bruder, guck mein Herz, shit dich aus. Ich bin kein Rapper, der sein Leben lang nur Märchen verkauft. Gib mir mehr von dem Kraut, hab verlernt zu vertrauen. Hab nur drei Freunde, glaub mir, ich hab mehr nie gebraucht. Gesichtserkennung, Burner Slack, Palm Angel, Tesla. Meine Brüder machen Tags und scheißen auf den Rechtsstaat. Ultra White, Schulterbreit, Terrorlight, Nike-Schuh. Über alle Berge, wenn du grad die Polizei rufst. Du weißt es selber, diese Welt ist hart wie Stahlbeton. Ich bin nur ein Dude, der probiert damit klarzukommen. Dieses Leben ist ein Joint, den ich kiff. Puste den Rauch aus und es entsteht Teufel.
Teufels Gesicht, Teufels Gesicht. Siehst du die Mückenschwärme unter den Gleislaternen? Hörst du die Männer im Blau? Sie sind noch weit entfernt. Auf den Dächern der Blocks wie ein Assassin. Ich mal mein Name Buchstaben, bis diese Stadt mich liebt. Siehst du die Mückenschwärme unter den Gleislaternen? Hörst du die Männer im Blau? Sie sind noch weit entfernt. Auf den Dächern der Blocks wie ein Assassin. Ich mal mein Name Buchstaben, bis diese Stadt mich liebt. Bis diese Stadt mich liebt. Eigentlich nur wie du ein und wo du wann aussteigst. Wenn du weißt, welchen Wagen es zerreißt und welcher den Baum streift. Mach nur, was mir mein Bauch zeigt. Bau fleißig auf Baustein, denn so bleib ich. Das soll Erfolg sein, das soll das Volk sein. Ich folg keinem, außer dem Weg, den der Rauch zeigt. Sie beschließen den holprigen Haushalt auf Schaumwein. Schlau meiern und hauen rein. Doch wie die Penner will ich nicht drauf sein und rauch ein. Jeder Mensch braucht seinen Rausch, ich brauch mein Nebel und Tauch, Leben ohne Tauchschein. Die Götter müssen verraucht sein, der Nebenmann baut ein und auch die Nebenan baut ein. Genauso soll's sein, Leben in den Händen, am Ende muss es gebraucht sein. Ist es das etwa nicht? Bessert dich besser, das bisschen Leben läppert sich nicht. Siehst du die Mückenschwärme unter den Gleislaternen? Hörst du die Männer im Blau? Sie sind noch weit entfernt. Auf den Dächern der Blocks wie ein Assassin. Ich mal mein Name Buchstaben, bis diese Stadt mich liebt. Siehst du die Mückenschwärme unter den Gleislaternen? Hörst du die Männer im Blau? Sie sind noch weit entfernt. Auf den Dächern der Blocks wie ein Assassin. Ich mal mein Name Buchstaben, bis diese Stadt mich liebt. Wir haben es auch schon sehr häufig versucht, irgendwie terminlich zusammenzukommen. Es sollte aber irgendwie bisher nicht so richtig sein. Der gute Hypnotize aus Magdeburg von den Enemies. Grüße natürlich. Hier mit dem guten Arzt zu dem SK als Feature-Gast, mein letzter Gast der Sendung. Findet ihr natürlich auch hier auf dem YouTube-Kanal von Radeberger. Gerne, wenn ihr die Sendung mit DOS zu Ende geguckt habt, einfach mal draufklicken und natürlich auch gerne den Radeberger YouTube-Kanal abonnieren. Dieser Song, den ihr da gehört habt von Hypnotize, der ist drauf auf seinem neuen Album Räubervisagen. Pre-Order ist gestartet, bekommt ihr bei HHV oder auch bei ihm selber im Shop. Hypnotize-shop.de. Und eigentlich sonst würde ich sagen, zu Hypnotize braucht man nicht viel zu sagen. Guter Mann. Guter Mann. Jede Scheibe irgendwie dope. Die Enemies auch an euch, an den Rest der Bande. Grüße. War ja auch mal so ein Gedanke, aber es war noch zu Radiozeiten, dass ich die Jungs mal komplett zu mir bekomme. Das wäre sicher eine sehr lustige Sendung gewesen im Radiostudio. Mach das mal, nicht immer nur DOS einladen. Ja, das stimmt. Das Problem ist, das muss man aber auch mal erwähnen, weil mal abgesehen davon, dass DOS hier so immer, jederzeit von mir so dreimal im Jahr vorbeischauen kann. Wir haben auch schon die ein oder andere Crew, haben wir uns so gesagt, ey, ihr müsst auch mal vorbeikommen, wir entern das Studio. Das Problem ist aber auch, wenn ihr das ja hier auch seht, das Setup lässt auch teilweise einfach nicht zu, dass man hier mit 3-4 Leuten kommt, weil wo sollen die sitzen? Das können ja mal so 2-3 stehen und dann kommen die immer so dieses Stuhltanz. Ich hatte das mit Mario, mit Figo besprochen, ob man nicht einfach komplett Crackpack. Crackpack Army hier oder so. Ja, und dann aber stehen sie ja eher schon im ganzen Flur noch rum, weil das ist ja das Ding, ich habe mich ja verkleinert, aber dafür habe ich jetzt mehr Platz für die Platten. Jetzt ist halt die Frage, was ist wichtiger? Der Platz für die Platten, meiner Meinung nach. So, richtig guter Mann hier übrigens in Leipzig, weil wir haben heute auch viele Leipziger Rapper mit dabei in der Playlist, ist natürlich dein Young Lungs Bruder. Chris aka DJ Defect, ja. Aka Defecto. Und nach der wirklich sehr coolen Hausmann-EP, also ich habe es extrem gefeiert, weil wir über diese Thematiken auf dieser Scheibe schon gesprochen haben, bevor diese Platte rauskam. Habt ihr wieder was Neues am Start? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es dieses Jahr wirklich rauskommen soll, aber es ist jetzt euer drittes Projekt miteinander. Ja. Ich sage mal, läuft ganz gut oder warum wieder mit ihm? Zwangsläufig. Nee, wir machen schon super coolen Sound zusammen. Ich kann auf jeden Fall erstmal anspoilern, bevor, glaube ich, die neue Young Lungs kommt, kommt erstmal eine neue Peak-Level. Wow, da nicht von mir. Ja, aber das war hier schon Thema in der Sendung, schon vor längerer Zeit auch. Also, deswegen ja, also, das, also wie gesagt, das ist ja die Nachfolgeplatte ist ja auch schon seit einigen Jahren Thema. Und meines Kenntnisstands nach sind die halt nochmal rangegangen, haben nochmal ein bisschen was Neues gemacht, nochmal alles fertig und das ist jetzt der Plan. Und mit Young Lungs haben wir ja eine komplette Platte fertig.
eine, also quasi die dritte, oder eher ist es ein, das zweite richtige Album, also es sind schon mehr als 6 Tracks, ich glaube sogar zweistellig. Hm. Aber wir haben auch noch keinen Titel dafür. Irgendwie fällt es mir immer schwerer, je mehr Platten ich mache, so geeignete Namen für die Platten zu finden, und irgendwie ist es auch egal. Schauen wir mal. Ja, also, da habt ihr es doch, egal. Egal. Nee, das würde der Platte tatsächlich nicht gerecht kommen, weil egal ist die nicht. Ist so eine schöne, ohne mir jetzt selber die Schultern kraulen zu wollen, ist eine schöne Fortführung oder konsequente Fortführung, wenn man das erste Album kennt, Saberizer, dann Hausmann, ist eine coole Entwicklung und eine nachvollziehbare, aber auch trotzdem wieder überraschend. Vinylpressung gehe ich mal stark davon aus. War ja bei den ersten beiden auch so. Ne, wir haben auf jeden Fall extra ein bisschen Geld gespart, dass wir auf jeden Fall eine Vinyl machen können. Ja, es ist halt alles nicht mehr so selbstverständlich. Du musst ja quasi, wenn du kein Finanzier oder kein Label oder irgendwas hast, musst du das ja erstmal alles selber stemmen. Und das ist ja auch sind ja keine unbeträchtlichen Summen. So, deswegen, ja, vor allem mittlerweile nicht, ja. Ja, aber wir wollen die unbedingt als physischen Tonträger haben. Also, und anders könnte ich mir auch gar nicht vorstellen, irgendwie Releases zu machen. Ich hätte ein enormes Problem damit, jetzt irgendwie nur eine Platte für Spotify zu machen oder so. Welches Konzept verfolgt ihr mit der Scheibe? Kann man darüber schon sprechen? Oder? Realness. Realness? Nee, also Konzept inhaltlich, na, die ist so nicht mehr ganz so spliff-lastig wie die erste, nicht ganz so Hausmann-mäßig wie die zweite. Geht teilweise ein bisschen tiefer von der Thematik. Und halt auch, ich habe auch das Gefühl, dass die so im Durchschnitt so 10 BPM schneller sind, die Tracks, als vorher. Also relativ flott für Young Lung Sound. Zusammenarbeiten mit Chris ist eigentlich immer eine feine Sache. Hat ja auch ein wunderbares Studio, auch hier gar nicht so weit um die Ecke. Wir sind eigentlich auch schon seit Ewigkeiten einfach mal auf Kaffee verabredet, weil ich kann da eigentlich mit dem Fahrrad hinfahren. Ja. Aber selbst der das arbeitet ja auch wie ein Verrückter. So. Family. Arbeiten. Der Mann tanzt auf 1000 Hochzeiten. Ja, was willst du machen? Eben. Peak Level, das schreibt euch jeden Fall schon mal hinter die Ohren. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe so gar keine Idee, wie das klingen wird. Ich weiß, wie die klingt. Du hast schon reinhören dürfen. Ob das ist so ans erste Album angelehnt oder eher nochmal anders? Es ist schon dieser sperrig, hört sich irgendwie negativ wertend an, aber ich deswegen sage ich eher so Industrial, ich finde die erste Peak-Level relativ industrial vom ganzen Mischflavor und auch wie die Beats sind auch für mich so völlig defekt-untypische Beats. Definitiv. So, ja. Also ja. Wenn man jetzt so Young Lungs oder seine Beats, die er so als Solo-Artist released, dagegen hält, ist halt nochmal was völlig anderes. Und das führen die konsequent fort, haben es aber auch weiterentwickelt. Ja, und Mauli halt ist halt selber halt personalisiertes Peak-Level, so. Also der ist ja immer auf Level, der Boy. Auf jeden. Auch letztens erst noch getroffen beim Morlock-Konzert. Ja, der wohnt auch wieder hier, ne? Ja, er hat es wieder nach alle guten Leute gehen nach Leipzig irgendwann. Stimmt, der Finn wohnt auch wieder hier, vom Bankverteidiger. Es ist auch eine wirklich lebenswerte Stadt, wie viele Menschen allein mittlerweile aus Berlin einfach hierher kommen, weil Berlin so nervt, finde ich auch irgendwie. Ja, weil Berlin auch fucking teuer ist. Jetzt ist aber Leipzig leider auch fucking teuer, aber man hat noch Möglichkeiten, an gute Wohnungen ranzukommen. No, das unterschreibe ich. Der Leipziger Osten, kleiner Tipp von mir. Da gibt es noch richtig gute Wohnungen zu richtig guten Kursen. Goles. Ja, Goles. Da, wo das Niveau ist. Ich sag dazu jetzt gar nichts. Wir hören mal rein in dieses Young Lungs Album, oder? Was habe ich dir mitgegeben? High und gut bezahlt. Und gut bezahlt. Ja, ist tatsächlich der älteste Track von der Scheibe. Oh. Ich wollte eigentlich einen etwas anderen mitbringen, der heißt Auch Pippen. Auf Pippen? Auch Pippen. Ach, Auch Pippen, also wie Scotty Pippen. Wenn du von Michael Jordan und Dennis Rodman sprichst, musst du Auch Pippen erwähnen. Ich war aber immer Scotty Pippen-Fan, witzigerweise. Für mich gab es dann auch noch Michael Jordan und auch Dennis Rodman. Ja, genau. Und Chris meinte aber defekt. Jo, nimm mal High und gut bezahlt, der klingt auch irgendwie am vernünftigsten und sowas alles. Und ist auch von der Mische her etc. Es sind ja alles noch Arbeitsstände. Und dadurch, dass wir den auch schon ein, zwei Mal live gespielt haben, werden sich jetzt bestimmt auch einige freuen, den jetzt als aufgenommene Version zu hören. Und wir haben ja gesagt, und ihr habt es schon gehört, wir
ziehen es durch mit dem ostdeutschen Rap. Wir haben jetzt noch die Kabuff-Klick mit dabei. Auch gute Männer. Ja, da wird es auch mal wieder Zeit, dass ihr was macht. Ist auch schon sehr lange her, dass die bei mir im Interview waren. Und dann die von dir sehr geschätzten, und du hast ja auch schon mit ihnen zusammengearbeitet und du erwähnst ja auch immer wieder gerne Dekadando. Die haben sich nämlich erlaubt, mir einen komplett unveröffentlichten Song zu schicken, wo noch nicht mal die Info mitkam, ob der jemals erscheint, wo er erscheint, wann er erscheint. Und er ist sehr modern, melodisch, mit viel Gesang. Also auch mal nochmal ein ganz anderer, nicht Style, weil die Jungs machen so, so in alle Richtungen. Sehr zu empfehlen. Das hören wir uns an. Und dann schauen wir gleich weiter, was der gute DOS noch so mit dabei hat. Hier direkt mal Shoutouts an Bagage machen, wa? Wenn ihr jetzt Kabuff klickt und Dekadando. Das können wir so machen. Habe ich auch schon sehr oft in dieser Sendung erwähnt. Also Bagage müsst ihr auf dem Schirm haben. Das ist wirklich handmade. Alles selbst gemacht, gute Jungs, super kreativ, immer tolle Umsetzungen, haben auch immer geilen Merch am Start zu vielen Projekten, schöne Videos. Also Bagage bitte, ja, wie man so schön sagt, mal auf Instagram definitiv folgen, und alles, was die machen, hat Hand und Fuß, um es mal so zu erwähnen. Das stapel ich. Irgendwo Kohl ist, Frühstück ist seicht, esse für sich, rauche Eis. Sonnenstrahlen im Erker, komme nicht wegen Ärger. Hotbox im Parking Lot, bei geschlossener Scheibe. Dann pushe ich Eise, Business von Seite. Mache Passets, alles während der Arbeitszeit. Frisch geduscht, siehst du mich, wie ich zula. Chicken Spot, Decke, Georg Schumer. Hab ich Termin, 12 Uhr hab ich Termin. Alles voll bis 15 wird eng, aber danach kriegen wir hin. Ja, Zeit hab ich nicht viel von. Du kannst kein Spieler spielen ohne viel Jetons. Kein Auge macht, seid stets auf seine Kasse hart. Bin das gute Beispiel, H wie Eifel, Untergrundlegende ohne ein Deal. Immer keine Muße für Laber, Liebe für Macher, mache keine Drecksarbeit. Feinste Selektion mach ich in das Blättchen rein, während ich Rechnung schreibe, ey, bis das MacBook fein, ey, keine Hektik, ich bleib. Meine Zeit ist limitiert. Zimmer 2, Bilder zahlen sich nicht von Streams. Immer nur Laber kann ich nicht mit dir. Du kannst kein Spieler spielen. Erst recht kein, der kaum riskiert. Dein Fettnäpfchen. Mit meinem Wort kannst du fest rechnen. Tür. Doppelkapuff. Doppelkapuff. Ja. Ah. Check this. Ey. Ey, du ziehst Pep mit deiner Gesundheitskarte. Ich bin mit der Vernunft bestraft und trink mit Opa-Lopas auf Kumpelart in der Spelunke geschnappt. Du fragst 100 Mal, ob sie untenrum noch einen Wunsch haben. Suppelst bekloppt und schwörst auf den Zumba-Kurs deiner Mutter, du Schmucker. Mach Zungenkuss nach dem Mucke-Fuck-Track. Nutten und Black, Jack, russisch Roulette, deine Mucke wack. Rapper klingen als Set in sie Gruppen Sex mit nem Manager und fühlt sich dabei allein gelassen wie Kevin McAllister. Pelle, Pelle, Jogginganzug und Tattoo von Akro. Kairasu und Plattfuß, du hast eine Packung Magnums. Keine Patte. Warum ist der Monat so lang? Ey, ich hab so verkackt, guck dir meine Wohnung mal an. Überall Essensreste, Joints, Stummel gestapelt. Der Müll, der Check von gestern geplatzt. Heute hungern, doch alles nicht schlimm. Nö, solange der Joint gerollt und voll ist mit Knollen, kiff ich am Kornewitz. Kreuz und Corner mit dem Zeug. Mit der Gang rumhängen oder Solo? Wir haben keinen Sand, keine Bands, keine Wohnung. Hobos, Logos, für Promobis fehlen uns die Muskeln. Jeden Tag betrunken, wir sind am Kabuffel. Sag mal, wer ist am Kabuffel? Wir sind am Kabuffel. Ab im Bunkeln mit Dealern und Halunke. Wer ist am Kabuffel? Wir sind am Kabuffel. Mit Liebe für die Lunte und ein Mikro für die Kumpels. Boy, bei uns werden Sixer getrunken. Im Licht einer Funzel sitzen wir rum und kiffen Palunten. Hier fühlen uns wie mitten im Dschungel. Zücken die Wumme bei Unbehagen und Schritten im Dunkeln. Nichts für die Mut,
Partys. Nix für die Memmen, nix für den Ausverkauf. Nick mit dem Kopf oder Bounce, das der Applaus der Crowd. Passt wie die Faust auf Sauge, du Pausenclown. Hast keine Technik und bist ausgelaugt, wie nach nem Dauerlauf. Machst leise Menschen bei deiner Bauernfrau. Die war 61, wieder Mauerbau. Und außerdem Sau, der Strauch, kein Gaumenschmaus an ihrem Karnevalsdress. Machte sie andauernd Stress, wie mit ADHS. Danke Merkel, dafür, dass ich gar nichts mehr esse. Außer Paprika-Chips und Magentablette. Du Kapitalist, bist gepisst, weil deine Aktien nicht klettern. Alles, was mich interessiert, ist meinen Namen zu taggen, ey. Mit der Gang rumhängen oder solo. Wir haben keinen Cent, keine Bands, keine Wohnung. Hobos, Logos, für Promobeats fehlen uns die Muskeln. Jeden Tag betrunken, wir sind am Kabuffel. Sag mal, wer ist am Kabuffel? Wir sind am Kabuffel. Hängen ab im Dunkeln, mit Dealern und Halunke. Wer ist am Kabuffel? Wir sind am Kabuffel. Mit Liebe für die Lunte und ein Mikro für die Kumpels. Siehst du den Pianoton? Du hast Camouflage bekommen. Ich muss rein zum Abendbrot. Wir machen uns einen lauten Sound. Kann dann immer rüberkommen. Und wenn du nicht mehr Rolle weißt, tu so, als ob du Chiquito rufst. Du erlebst einen Kinofilm. Lern von dir die mal mit Gewalt, nur Verteidigung. Du beschützt mich halt, manches, was du weißt, finde ich bissel eklig. Du und dich, bissel zu pathetisch. Liegen auf Garagen rum, siehst du den Pianoturm. In dem dunklen Stahlgehäuse sieht man das vom Wahn gesteuerte Tummeln der armen Teufel. Auf ewig wandern sie im Irrgarten auf und ab, die Tüten schwer, doch hat der Rausch die Gliedmaßen taub gemacht. Die Seelen ausgeschlachtet, die Begehren weich gekaut. Doch zu spät, wir stehen schon vor dem Tor und werden reingesaugt und eingetaucht in goldene Wärme. Draußen sind es plötzlich Graustufen, wie im Uterus, doch hier kann ich das Essen aussuchen. Hunderte Waren mit unbestimmbarem Nutzen wispern durcheinander, dass ich sie unbedingt haben muss. Und schöne Körper regeln sich auf meterhohen Flatscreens. Ich bemerke, während ich um uns den Seemannsknoten fest, sie eine dunkle Kraft schwächt unseren Orientierungssinn. Shit, wo ist das Seil und wo sind die Homies schon wieder hin? Die Homies, wo sind sie jetzt hin? Hallo? Fama? Hä? Theo? Wir wandern durch die riesigen Hallen. Eine Wand türmt sich zum Himmel auf, der kritische Geist. Er wird umgarnt von Dienstleistungen zum niedrigen Preis. Menschenströme münden in Kassen und schließen den Kreis. Wir wandern durch die riesigen Hallen. Eine Wand türmt sich zum Himmel auf, der kritische Geist. Er wird umgarnt von Dienstleistungen zum niedrigen Preis. Menschenströme münden in Kassen und schließen den Kreis. Man fällt vom Glauben ab. Die Produkte, die man hier kaufen kann, haben keinen Sinn und Zweck. Doch die Leute sind hin und weg. Ey Theo, komm mal her, komm mal her. Fennec braucht einen komischen Gegenstand für 50 Euro, über dessen Funktion
Funktion man nur rätseln kann. Zu jeder Lebensfrage beraten ein netter Dame. Wir wollen zurück ins Erdgeschoss, doch da wo die Treppen waren, ist jetzt ein Zigarettenladen. Zwei Fundraiser mit Schreibbrett überreden mich zu einem anregenden Zeitquest. Ich unterschreibe was. Die anderen beiden gehen verloren, wir finden uns auch nicht wieder trotz. Einigen versuchen das ganze Haus ist ein Fiebertraum von Escher und Penrose. Die Ebenen sind unerreichbar und die Flächen sind endlos. Bis eben hätte ich noch gefragt, wie können sich das Leute kaufen? Jetzt schaue ich mir die Produkte an und seh's mit neuen Augen. Moment mal, wie nennt man sowas? Das wollte ich schon immer haben. Wo sind die anderen zwei? Dann können bis zu dritt in mein Zimmer tragen. Wir wandern durch die riesigen Hallen. Eine Wand türmt sich zum Himmel auf, der kritische Geist. Er wird umgarnt von Dienstleistungen zum niedrigen Preis. Menschenströme münden in Kassen und schließen den Kreis. Wir wandern durch die riesigen Hallen. Eine Wand türmt sich zum Himmel auf, der kritische Geist. Er wird umgarnt von Dienstleistungen zum niedrigen Preis. Menschenströme münden in Kassen und schließen den Kreis. Scheiße. Das Labyrinth der Produkte. Deep down in the Felsplateau drin sind wir als Geschäftspersonen schwer umkämpft. Felsenlogik. Denn schon hier, wo die Heldenreise begann, ist man stellenweise recht lang in einem Elfenreihen gefangen. Guten Tag, der Herr. Diese Feen des Empfangskomitees halten mich fest mit neben mir die Gesamtbonität. Ich werd zum Leviathan im Mediamarkt, die Raupe im Wintersport. Ich krieg Augen im Hinterkopf und kauf mir einen blinden Stock. Während ich meine Kumpels suche im Supermarkt, in der Fahrt treffe ich Dr. Best. Er scheint gut betucht und hochbetagt. Ich komme nicht vom Fleck wie auf dem Lauf. Hinter Muckibude und in Jogginghose Richtung Ausgang durch die Korridore. Hunderte Produkte und Taschen unter den Achseln. Ich seh die anderen beiden bepackten Jungs an der Kasse. Ich ruf los und nichts wie weg hier. Von der Wurzel alles schlecht. Mit einem Wiedersehen befördert uns der Strudel Richtung Exit. Oh, Gott sei Dank. Aus dem wunderbaren Leipzig, Posse unter Tage. Auch natürlich dem guten DOS 9 ein Begriff. Das ist ein neuer Song, der ist ganz frisch raus, denn die Jungs haben eine neue EP am Start. Und Alex sagte gerade zu mir, ich muss denen auch noch was schicken. Sorry, Olli. Mal sehen. Also, vielleicht demnächst auch mal Posse unter Tage mit Beat unter Unterkleidung, was ist denn bei mir heute los? Mit Beat unter Fütterung eines DOS 9. Ja, Leipzig als Hip-Hop-Standort, wir hatten viele Leipziger Acts heute, du hast es vorhin kurz angeschnitten, hier geht einiges, also Digga, ich kenne auch genau das, das hört man ja nur noch, ne? Egal wo du lang gehst bei den Jugendlichen, Digga. Aber hier geht einiges, Digga. Hier geht einiges. Abgeflasht. Style-Liga. Ich finde es sehr interessant auch, oder schade ein Stück weit. Es gibt wahnsinnig viel, also so viele verschiedene Lager, es gibt viele verschiedene Richtungen, aber ich habe nie das Gefühl, dass alle wirklich Daumen miteinander sind. Ich habe immer so das Gefühl, jeder kocht so sein Süppchen hier in Leipzig und es wird sich wenig ausgetauscht. Ich finde es auch total interessant, wenn eine klassische Hip-Hop-Veranstaltung in Leipzig ist, dass du dann schon immer die gleichen Leute siehst und dass du dann den ganzen anderen großen Teil, den es da noch gibt, gar nicht siehst, wo ich mir auch immer denke, komisch. Warum kommen nicht einfach mal irgendwie alle zusammen? Ich würde ja am liebsten auch mal alle anrufen, anschreiben und sagen, wollen wir nicht mal irgendwas ganz Großes machen, wo man Leipzig repräsentiert, weil das ist schon Wahnsinn, was hier an Möglichkeiten besteht mit Hip-Hop, vor allem qualitativ guten Hip-Hop. Ich habe das schon in mehreren mittelgroßen Städten beobachtet. Also sei es jetzt irgendwie damals in Magdeburg gewesen oder auch in Dresden, so alle kennen sich, aber jeder kocht halt irgendwie sein Süppchen, aber da ist nicht mal unbedingt böses Blut hinter, sondern ja, alle haben halt so irgendwie ihre Bubble. Also tatsächlich wäre es mal irgendwie schön, wenn es mal eine Veranstaltung gäbe, die zum Beispiel Leipzig komplett abdeckt. So, dass halt, weißt du, so jeder zieht seine 30, 40 Mann. Und wenn aber alle zusammenbringen, kannst du halt vielleicht wirklich mal irgendwie eine coole 400, 500 Mann-Jam machen. Ja, aber das ist nicht meine Aufgabe. Es gibt so den einen oder anderen hier in Leipzig, der das von mir erwartet, seitdem ich hier wohne. Dass du eine Veranstaltung machst? Ja, mit den Leuten, ja, weil ich die ja alle im Endeffekt ankontaktieren kann ohne Probleme. Das Problem ist nur, ich glaube, so eine Veranstaltung auf die Beine stellen, da muss ich mich mal ein paar Monate rausziehen auf jeden Fall. Und dann vor allem noch allen Künstlern gerecht werden. Vielleicht könnte das ja dein nächstes Leidenschaftsprojekt für Radenberger sein. Genau. Warum eigentlich nicht? Ist ja eine wunderbare Idee. Mal schauen, vielleicht kriegen wir da irgendwann mal was hin. Wir haben vorhin ganz am Anfang ja schon angekündigt, wie man das so macht. Das ist so eine alte Radioregel. Immer früh sagen, was man noch macht. Besonderes, damit die Leute dranbleiben. Das ist beim Radio nochmal eine andere Geschichte als bei YouTube, weil ihr könnt hier ja jederzeit auch stoppen und sagen, oh, ich muss mal kurz an die Tür und dann guckt ihr einfach weiter.
Wir wollen was Wunderbares verlosen. Und der Alex hat da was mitgebracht. Und wir werden euch das jetzt mal zeigen. Und dann werden wir auch gleich klären, was ihr dafür tun müsst. Was hast du denn alles mitgebracht, Alex? Ich habe ein üppiges Paket mitgebracht. Fangen wir mal an. Einmal die natürlich. Oh. Oh, die wertvolle. Da ist runtergefallen. Ich leg mal beiseite. Also welche, das ist genau. Welche natürlich auch nicht fehlen darf, ist die. Das neue Album von T9. Dann die bereits ausverkaufte Abenteuerplatte. Die verrückten Abenteuer. Dann was ganz Exklusives von unserem Künstler DOS 9. Eine Ellicat habe ich mitgebracht. A.k.a. Ellicat Boy. Das schreibe ich euch auch noch. Und? Die gibt es nur einmal, müssen wir mal dazu sagen. Ja, ja, du musst das mal besser verkaufen. Handgemalte Ölzeichnungen sind das. Und dann habe ich euch noch mit den Leuten von Bagage habe ich mal einen Drop gemacht. Und da haben wir ein paar mehr produziert. Ein, zwei, drei mehr. Und da packe ich euch quasi auch noch einen Sweater in der M mit drauf. Und ich glaube, du willst es. Hast du auch noch mal was? Ich habe noch, genau, ich habe noch was, was ich draufpacken möchte, weil das natürlich ganz gut thematisch heute zur Sendung passt. Die Hallenbande auf Albumlänge mit ihren 14 Protagonisten. Auf 250 Stück limitiert. So sieht's aus. Das ist die 188. Die packe ich noch oben mit drauf, weil das natürlich schön ist. Wer die Jungs noch nicht kennt, da habt ihr mal einen schönen Einblick auf jeden Fall, wer da alles mit dabei ist und was die musikalisch machen. Und natürlich gibt es, das versteht sich von selbst, ihr kennt das vom letzten Mal, noch für alle Menschen mit Plattenspieler ein Radeberger Slipmat. Und dann haben wir für die warmen Temperaturen, die ja nun mittlerweile schon da sind und auch weiterhin bestehen werden in den nächsten Monaten, diese Kühltasche von Radebergern, eine mobile. Und da kommen aber auch noch 6 Bier mit rein. Alkoholfrei natürlich, auch wenn ihr keinen Alkohol trinkt, das versteht sich von selbst. Wenn ihr aber sagt, nee, ich nehme es dann auch gern als Bier. Was Scharfes, dann kriegt ihr das natürlich auch. Und all die, das ist schon ein massives Paket, vor allem, ich möchte das jetzt nochmal erwähnen, weil der Alex das hier mir fast schon zu schnell durchgejagt hat. Die Ellicat Boy Kunst ist limitiert, weil es gibt immer nur eine pro gemalter Katze. Genau, und es gibt hier auch einen Track. Hier, da ist mein Instagram, @ellicatboy. Ich glaube, ich hoffe, ihr seht das. Ja, bitte auch mal jetzt draufgehen. Da könnt ihr draufgehen und wenn ihr auch so eine Katze haben wollt, könnt ihr mich anschreiben mit ein bisschen Geduld. Bekommt ihr dann auch eine exklusive angefertigt gegen ein bestimmtes Entgelt. Genau, könnt ihr äußern, wie sie aussehen soll und dann macht sich Alex ran. Ja, ich mein Bestes. Jetzt müssen wir mal überlegen, was ihr dafür tun müsst, aber ich würde sagen, wir machen Folgendes. Erstmal klar, ihr liked dieses Video, versteht sich von selbst und ihr müsst natürlich unter dem Video kommentieren. Ich würde sagen, wenn wir heute schon viele Acts vorstellen, mit spezifisch diesmal ja aus dem Osten, könntet ihr ja mal uns verraten, welche 3, 4 es da gibt, die ihr feiert. Also ich würde sagen, wir beschränken uns mal auf 3, dass ihr 3 Acts uns nennt, wo ihr sagt, die feiere ich extrem, aber die auch gerne so ein bisschen vielleicht ein Tipp sind. Also ihr müsst jetzt nicht eure Top 3 Favorite Rapper nennen. Da kommen wir vielleicht auch auf zu viele gleiche Namen. Wir hätten ganz gerne einfach mal Hinweise. Wen gibt es da, wo ihr sagt, ey, coole Leute, kennen noch nicht so viele, feiere ich massiv? Genau, und die, die am meisten genannt worden sind, die lädst du dann zu deiner nächsten Sendung ein. Die lade ich dann alle ein, damit nicht immer die gleichen Leute hier sitzen. Ne? Genau, Entschuldigung nochmal. Ja, das tut mir auch extrem leid auf jeden Fall. So machen wir das. Also 3 eurer favorisierten Hip-Hop-Acts werden gerne hier drunter schreiben, kommentieren, liken und unter allen, die das tun, verlosen wir dieses wunderbare Paket und geben dann den Gewinner auch hier unter dem Video am 22. Juli bekannt. Ich überlege gerade, ob es der 22. oder 24. ist. Ich glaube aber, es ist der 22. Wenn ihr mir etwas Zeit gebt, kann ich das nochmal genauer überprüfen. Das ist nämlich dann immer das Datum der nächsten Sendung. Und das müsste dann in dem Fall, ich gehe jetzt nur noch mal auf Nummer sicher, weil ich witziger, ja, es ist der 22. Juli, da werden dann zu Gast sein und die waren in der Form noch nie zusammen hier bei mir vor der Kamera. Das wollen wir mal ganz klar erwähnen, aber einzeln waren sie schon mal hier. Auch sicher ein paar Mal. Retro Gotto Nepomuk mit ihrem neuen Album. Das... Das wurde ja auch predicted, ne? Das wurde predicted, aber nicht in der Konstellation, ja. Sondern es hieß, oh, da kommt sicher der Nepomuk. Und da kommen sicher Retrogott und Hulk Hoden. Ja. Ja. Aber Hulk Hoden habe ich ausgeladen. Richtiges Orakel, der Typ, der das kommentiert hat, war. Auf jeden Fall. Mal schauen, ob die nächsten, die er noch genannt hat, auch zutreffen. Ich vermute aber mal, nein. Also, gebt es weiter, sagt auch gerne weiter, dass es diese Sendung gibt. Ihr könnt auch gerne verraten, dass es dieses Gewinnspiel gibt. Und das neue Album übrigens von Retro Gotto Nepomuk ist dann auch schon draußen, wenn Sie bei mir zu Gast sind und heißt das neue Sortiment. So, das hätten wir alles geklärt. Jetzt müssen wir aber noch über ein sehr heißes Feuer sprechen.
dass du da noch in der Hinterhand hast mit einem deiner absolut liebsten Jungs und Künstlerfreunden, dem guten Mula. Mhm. Dos und Sonnera haben es wieder getan. Und ich weiß, dass es eine große Gemeinde gibt, große Fangemeinde, die diesen Sound, den ihr da beide zusammengebracht habt, auf Albumlänge ja mittlerweile schon dann auch zum dritten Mal. Zum dritten Mal, ja. Wir arbeiten ja an der Pentalogie. Also Pentalogie heißt fünf Werke, umfassendes Gesamtwerk. Genau, und der dritte Teil, Nane Sinufni, ist eigentlich gerade so gut wie im Mastering-Prozess. Und das so von den ganzen Projekten, die wir angekündigt haben, so sei es jetzt die Platte mit Nordin oder Young Lungs oder auch T9, die Sonne, also das Album mit Sonne wird auf jeden Fall dieses Jahr noch rauskommen. ASAP, also so schnell wie möglich wollen wir die Platte raushauen. Und alle, die ersten zwei kennen, werden sich freuen, dass die dritte so ist, wie sie ist. Und alle, die dritte dann erst entdecken, werden auf jeden Fall abkotzen, dass sie die ersten beiden nicht mehr haben. Ausverkauft. Ja. Die ersten beiden, zu Recht. Es ist, bist du eigentlich, muss ich jetzt wirklich mal ganz stumpf fragen, weil ich bin auch total begeistert, was er da aus deinen Beats macht. Geht dir das genauso, wenn du ihm was schickst? Er pickt Beats, schreibt dann drauf, schickt zurück, haut sich dann auch manchmal so, okay, jetzt kenne ich den Mann schon so lange, ich weiß, was er kann, aber was hat er denn da jetzt mit meinem Beat gemacht? Weil ich finde immer, wenn du mir dann so ein Album schickst, weit im Vorfeld sagst, hier, hör mal rein, was hältst du davon? Das ist übrigens dann auch der Grund, warum ein DOS 9 vielleicht auch mal häufiger hier sitzt, weil er eben mehr Projekte hat und dann auch noch gute Projekte. Also ich denke mir jedes Mal, wow, das ist wirklich gesucht und gefunden, dabei habt ihr euch ja schon immer gut verstanden. Das ist, glaube ich, bei meinen Beats allgemein so, dass das halt keine Instrumental-Beats sind oder so, die jetzt irgendwie in Playlisten platziert werden, sondern es sind halt Rap-Beats, die ja quasi irgendwie auch von einem Rapper gebaut werden. Und ich baue die quasi auch immer mit dem Anspruch, dass die Berapper sind. Und das Krasse an Sonne ist, dass der jetzt auch im Zuge jetzt der letzten Jahre und den ersten beiden Alben, die wir gearbeitet haben, dass er sich technisch so krass entwickelt hat, also nochmal weiterentwickelt hat und so krass spittet, verschiedene Flows, auch verschiedene Arten zu texten. Das finde ich, zum einen finde ich das mega beachtlich, beruhigt mich auch als Rapper fortgeschrittenen Alters so, dass man nie auslernt und sich immer nochmal neu entwickeln kann, eine Stufe, eine Kohle raufschippen. Und er vervollständigt die Beats halt quasi. Er ist wie das fehlende Instrument. Beste Beispiel ist irgendein Loop, der total, ausperlt. da ist irgendein Loop, der total schleppend und total langweilig so auf seine, 65 BPM lang hoppelt. Und dann fängt der Mula da an, drauf zu rappen und auf einmal kriegt er so einen Whip und du bist die ganze Zeit so bum, 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 bum. Und das kann der Beat alleine gar nicht leisten, so, weil er dann quasi so den Takt der fehlenden Hi-Hat quasi irgendwie übernimmt. Oder ich kann es auch nur mit meinen rudimentären Musikskills erklären. Aber es ist, ich kann dir da beipflichten, es ist auf jeden Fall beachtlich, was er da macht. Und es ist auch in dem Sinne spannend, weil immer, wenn wir an dem nächsten Album arbeiten, hat Sonne quasi, der hat so eine komplette Vision schon, wie die fertig sein soll, was er da sagen möchte, etc. Der hat so die Tracklist vor Augen und die Tracks, die er machen möchte und arbeitet die Stück für Stück ab und dann verwirft dann nochmal die Hälfte und sagt, nee, das will ich, so will ich nicht sein und dann, ich brauche jetzt nochmal sowas und dann, er hat so ein krass konkretes Bild und ist wie so ein verrückter Künstler, so, weißt du, der an einer großen Wand arbeitet so und beinahe irre wird. Und das, ich könnte so nie arbeiten. Es ist, also diese Beharrlichkeit einfach und Konsequenz feiere ich richtig ab. Ja, alle seine Projekte, ne? Also er hat ja auch schon mit vielen anderen Leuten zusammengearbeitet, seine Soloalben so sehr zu empfehlen, auch schon vor 1000 Jahren mal hier und da bei mir zu Gast gewesen. Einfach, das ist einfach künstlerisch übelst wertvoll, was der Mann da abliefert, ne? Auch kulturell. Also was er so vom Stapel lässt, etc., sind halt auch einfach auch interessante Perspektiven aus dem Osten, nenne ich es jetzt einfach mal. Die man so vielleicht nicht immer und überall bekommt. So gerade in Erfurt. Ja, gerade mit seiner Vergangenheit und allem, was er erlebt hat. In Erfurt auch, ist er quasi auch so wie für sich. Ist er so ein bisschen wie, kocht halt die ganze Zeit seinen Reis. So und macht halt. Guter Mann. Weil wir ja vorhin übrigens, wir hören natürlich noch in das Projekt exklusiv rein. Du hast da den wunderbaren Track mitgebracht, Zuhause.
passt ganz gut zur heutigen Stimmung hier auch. Wir sind ja auch bei mir hier zu Hause. Müssen wir noch, ist eine, ja, Rubrik klingt immer so groß, aber ich will euch dann immer noch ein paar Platten vorstellen in der Sendung. Ja. Weil wir haben zwar heute sehr viel Musik gespielt, aber es kommt auch so viel Gutes raus, was ich gerne empfehlen wollen würde. Und das passt ja ganz gut auch zu dem Gewinnspiel, wo ihr uns mal drei Acts nennt, die ihr besonders mögt oder die ihr vielleicht mal empfehlen wollt. Ich habe ein paar Platten mit dabei, du darfst dich natürlich gerne äußern. Es sind auch ein paar Sachen, glaube ich, dabei, die auf jeden Fall... kann ich die auch gewinnen? Die kannst du, nee, die kann man nicht gewinnen, die Platten, das sind einfach nur Empfehlungen. Ich habe hier einmal Slick Walk featuring Q&C, 50 More Hits. Das ist eine wunderbare 7-Inch. Dahinter steckt der gute DJ Robert Smith zum Jubiläum 50 Jahre Hip-Hop. Gerne mal genehmigen. Wunderbarer Track, Q&C, ja, alte Hip-Hop-Legenden aus New York. Unbedingt mal reinhören. Eine wunderbare Scheibe. Dann haben wir hier, die reiche ich dir jetzt einfach mal rüber. Ja, kennst du natürlich. Ja. Westside Gunn, Conway the Machine, The Alchemist, Hall & Nash 2. Die ich gar nicht auf den Schirm gehabt. Die ist bestimmt schon ausverkauft. Ja, ja, da habe ich dich mal nicht gefragt. Ne? Nee, die habe ich nur einmal leider. Schade. Das tut mir leid, mein Lieber. Dann haben wir hier, das sind auch zwei Jungs, die ich wirklich sehr feiere und tatsächlich, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, alle Platten, die bisher rausgebracht haben, habe. Daniel Sun und Raz Fresco, neues Album, sogar über Vinyl digital erschienen, habe ich mich sehr gefreut, weil dann ist es immer ein bisschen stressfreier, auch mal ranzukommen. Da konnte ich wenigstens mal einfach in den Shop gehen, kaufen, ohne dass ich irgendwie mir den Wecker stellen musste und nach 3 Minuten gedacht habe, die Platten sind weg, ich habe es vergessen. Das nervt mich nämlich echt hart mittlerweile bei vielen Künstlern, dieses innerhalb von 3 Minuten ausverkauft sein. Dann haben wir hier Aerock, lebende DJ-Legende meiner Meinung nach. Mit einigen, wir haben es hier vorne ja schön draufstehen, wenn ihr es lesen konntet. Chinch33, Chinch33, David P., Dieter Parker, DJ Crypt ist mit dabei, Style Wars ist mit dabei, Galf ist mit dabei, Liquid ist mit dabei, Maniac ist mit dabei, Roger Reckless. Auch eine wunderbare Scheibe, schnell sein, gibt es nur 120 Stück von. Das ist eine harte Limitierung. Dann haben wir hier Mickey Diamond und Camouflage Monk, Capital Gains. Starkes Album, das lege ich dir mal ins Herz, falls du es noch nicht kennst, Alex. Aber so wie du gerade reagierst, habe ich nicht auf dem Schirm, ne. Solltest du dir das anhören. Dann haben wir einen Weltstar, das Rap Schoolboy Q. Ja, die ist dope. Die ist wirklich, aber eigentlich bei ihm ist alles dope. Das ist das Schöne. Wenn da ein Album rauskommt, einfach stumpf bestellen. Und da hat sich es auch wieder gelohnt. Die haben übelsten Aufriss gemacht auf seiner Seite, limitiert, mit blauem Vinyl. Dann bist du als Europäer auf seine Seite gegangen. Haha, als Europäer darfst du sie nicht kaufen. Habe ich mich schon übelst aufgeregt, aber natürlich kamen sie dann ganz normal in den Vertrieb, auch nach Deutschland. Czech Republic, ja. Genau. Dann haben wir hier natürlich, wir mögen ihn beide und wer mag ihn nicht, Rocco Weißensee. Ja, Lobeshymnen auf die Niederträchtigkeit des menschlichen Daseins. Rocco. Eigentlich auch seit Tag 1 hier immer wieder Thema. Auch super fleißiger Typ, ja. Wie viel Alben hat er jetzt gemacht? Fünf müssten sein. Oder so. Ich würde es auch auf 5 gehen, aus dem Kopf. Live auch sehr empfehlenswert. Und falls die Frage mal aufkommt, ich beantworte sie schon. Nein, er wird niemals hier zu Gast sein, weil er sich einfach nicht vor eine Kamera setzen möchte. Sonst würde er auch mal vorbeikommen. Deswegen brauche ich einfach nochmal nebenher eine Sendung beim Radio, wo ich nur Hip-Hop zocke. Ich habe zwar eine Sendung beim Radio, wo ich Hip-Hop zocke, aber mit jazziger Ausrichtung. Dann haben wir hier die Figo Braslewicz und Parental mit ihrem aktuellen Album Metrobahn. Auch eine schöne Instrumentalscheibe, eigentlich auch ganz cool so für den Sommer. Dann, den Mann kennst du. Ready. Ah ja. A.K.A. V. Rether, A.K.A. die eine Hälfte von Ecke Prenz. Das hast du echt auch auf der Bucketlist. Ja. Noch. A.K.A. Martin, einfach geiler Typ. Ja. Also... Und das ist auch ein sauschönes Album geworden. Macht doch geil, also geiler Beatbauer einfach. Auch, absolut. Ja. Ist in meiner aktuellen Jazz Beats ARD Radioshow auch mit Songs vertreten. Auch gerne mal reinhören in der ARD Audiothek. Dann haben wir hier zwei Jungs, auch immer wieder mal Thema bei mir in der Sendung. Joseph Hill und Gavin Sands mit ihrem neuen Album über Labor. Auch sich mal bitte reinziehen, das Ganze. Ja, dann Pressung, Presi bei Windig. Haben sie mal noch eine ältere Scheibe vom guten Presi auf Vinyl rausgeknallt. Auch bitte auschecken. Und dann, tada, Frühstück für Champions. Kennt man. Muss man kennen. Blood Spencer, Moloko Plus. Coole Scheibe. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es die noch gibt oder ob die schon ausverkauft ist. Irgendwas habe ich letztens gelesen mit ausverkauft, aber... Ich glaube, ohne Actionfigur
gibt es nur. Also zumindest habe ich jetzt so, das letzte Mal, als ich die gesehen habe, gab es sie noch. Aber das ist jetzt auch nicht tagesaktuell. Okay. Auch gut passend zum heutigen Thema. Geboren in Zwickau, lebend in Leipzig. Harry Brest. Neues Album. Mieses Cover, ja. Ja, geil, ne? Richtig gutes das, Ding. Wir hatten das gemacht. Das The Cover. Walking Brest. Auch bitte mal den guten Mann auschecken, bei Instagram folgen, auf Spotify sich genauer anhören. Ich überlege gerade noch, was wir loswerden können. T9. Ja, stimmt. Mensch, stimmt. Talkie. Seid ihr da auch schon wieder am Machen? Ich meine, wann seid ihr eigentlich nicht am Machen? Immer wenn ich irgendwie mal Kontakt mit euch habe? Ich hatte jetzt tatsächlich ein paar Mal geplant, immer nach Amsterdam zu fahren, dass wir irgendwie weiterarbeiten. Aber irgendwie macht mir gerade immer die Arbeit einen Strich dazwischen oder irgendwie Familienshit. Es ja, gibt auf jeden Fall Dinge. Und wir sind auf jeden Fall auch gewillt, jetzt wieder bald mal wegzufahren und eine Platte zu machen. Aber wir lassen uns erstmal ruhig angehen. Im Endeffekt auch die neuen Platte, die ist so... Die ist so schön, dass wir einfach noch ein bisschen nachhaltiger mit der umgehen wollen und jetzt nicht sofort was Neues raushauen. Also was auf jeden Fall ansteht bei T9 ist, wir werden unsere Tour nochmal verlängern. So, ich hatte mal irgendwie so eine ganz lapidare Umfrage bei Insta gemacht. Und hatte ich gesehen, ja. Trotz der beschissenen Reichweite gab es so eine immens viel Reaktion, dass ich dem guten DJ Axis mal direkt auf den Sack ging, ey komm, wir müssen mal noch irgendwie eine Runde machen. Deswegen, wir werden auf jeden Fall in Magdeburg spielen dieses Jahr noch. Wir werden in Leipzig auf jeden Fall ein Konzert machen, diesmal wirklich. Was steht noch auf dem Plan? In Dortmund werden wir definitiv sein, das ist fest. Und in Konstanz auch, in Konstanz tatsächlich schon im August. Ich sage so, geil, endlich Schweiz. wurde ich dann eines Besseren belehrt, dass es doch auch Deutschland ist. Ja, aber es ja, da geht die Schweizer Grenze ja direkt durch Konstanz. Ja, und wir gucken mal, ob wir noch vielleicht noch ein, zwei Dates dranhängen. Also so super big soll es nicht werden, aber wir werden auf jeden Fall noch mal eine Runde machen. September, August, Oktober. Falls ihr da auf jeden Fall Bedarf habt, T9 noch in eurer Stadt zu haben, dann ja, lasst uns das wissen. Kommentieren hier einfach auch gerne unter das Video. Wir müssen jetzt in dieses wunderbare Projekt mit dem Mula reinhören. Müssen vor allen Dingen. Ja, weil es einfach ja. So gut ist, dass wir reinhören müssen. Zu Hause heißt der Track. Gibt es irgendwas noch zu sagen? Zu dem Track? Ja. Ist kein Sampler. Ich alles selber eingezockt. Bin ich super stolz drauf. Alles made bei DOS 9. Ja, und wenn wir schon in Erfurt sind, beim guten Mula, gibt es noch zwei wunderbare Songs hinten dran, unveröffentlicht, von Nacktmull mit Stockinger und von Mundraub und Attrappe. Nacktmull, Stockinger, Mundraub. Wer meine Sendung sehr genau verfolgt, weiß, die waren alle hier schon mal zu Gast im Interview. Grüße raus an euch. Zu Attrappe kann man noch sagen, der gehört zu der Dondose-Crew HGC. Weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. War mir witzigerweise bisschen, beiden Boys sagen wir also Dondose, klar, aber HGC war mir auch noch kein Begriff. Deswegen auch, check das mal, Dondose, HGC, Nacktmull, Mundraub, so ist ja klar. Und ja, ich glaube, wir haben ganz ordentlich Werbung für Rap aus dem Osten gemacht. Ich hätte noch viel mehr zocken können. Es gibt ja auch ganz viele Jungs und Mädels, ihr wisst das ja, die hier auch schon immer Thema waren. Alles geht am Ende nicht rein, sonst platzt diese Sendung aus allen Nähten. Ihr könnt auch gerne in meine Hip-Hop-Spotify-Playlist einfach mal reinseppen. Da findet sich auch viel doper Stuff, definitiv. Und dann ganz ans Ende der Sendung natürlich auch noch. Einmal zum Beispiel natürlich die gute Cat ist mit dabei, gebürtige Leipzigerin. Es wird mal wieder Zeit, dass du ein Album rausbringst und... Rest in Peace, der gute Madlab, ein wichtiger Mann im Beat, DJing und Hip-Hop kulturellen Bereich hier, der leider viel zu früh von uns gegangen ist. Voll. Mit einem wunderbaren Song. Gab es auch eine Sendung bei mir mal in der ARD Audiothek Jazz Beats, die ich ihm gewidmet habe. Checkt den Mann aus, wenn ihr ihn nicht so schon kennt, hat ganz großartige Musik veröffentlicht. Diesen Kanal hier, wenn es euch gefallen hat, dass DOS 9 zu Gast war und ich auch ganz netter Typ bin, abonniert den Kanal, sagt es weiter. Wir freuen uns über jeden, der hier irgendwie Feedback hinterlässt. Auch Kritik, by the way. Das, nicht, dass es falsch rübergekommen ist. Ihr dürft das gerne kritisieren, was hier passiert. Keine Frage. Und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Sendung. Sage vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke, dass ich mal wieder hier sein durfte. Sehr gerne. Und Grüße an Jakob, an Talkie. Und ihr bleibt uns treu in allen Bereichen, die irgendwie nur möglich sind. Peace out. Es wird Zeit, dass wir uns jetzt zurücklehnen. Lasst uns die Welt einfach verrückt erklären.
shine, Alpha shine. Dort wo ich bin, wird mein Zuhause sein. Funky Mula, erinnere dich an den Hockler gebockten Flow, yeah. Elektroschock in mein Blut, yeah. Peace an das doppelte O, yeah. Mula, ich mach was ich will, nur die Null, das was ich zähl. Sonne hast du niemals unter Kontrolle, ich rolle nur Batzen aus Öl. Sage dir nicht, was Nannes und Nuff nie bedeutet, der Teufel ist dumm. Zünde die Kräuter für meine Leute, habe für heute ein Pfund. Rühre Ugali, koche Fufu, mach du mit dem, der mich fuhrt. Sag zu der Oma, ich brauche ein Motorrad, sie sagt, ja, Mula ist cool. Sonne geht auf und scheint, komm ins Traude ein. Lando sagt, er fuhrt es wie Alabama, denn keiner von euch traut sich rein. Ich guck auf den Horizont, Sonne geht unter, heißt, dass ich bald essen kann. Ja, sappel mein Jazz in Trance, ja, habe den letzten Punch, ja, gebe dir Codes in Rap, ja, lebe und lobe, ja. Keiner von all diesen Rappern da draußen kann das, was der Mula hier sagt. Das Einzige, was man hier teilen kann und danach doppelt hat, Mula ist Glück. Bruder, komm mit, ich hab einen guten Tipp, sie hat uns Blumen gepflückt. Es wird Zeit, dass wir uns jetzt zurücklehnen, zurücklehnen. Lasst uns die Welt einfach verrückt erklären. Sonne geht sehr bald wieder auf und schein, dort wo ich bin, wird mein Zuhause sein. Understand, and the alcohol gives me the courage to stand up here in front of you judgmental pricks. Kellerbräune, zwei Schachtel Routine, tief im Kaninchenbau, doch niemals in Krise. Keine Träume, Augenrubine, weil klar kommt für mich heißt, dass ich mir nehm, was ich verdiene. Scheiß läuft von selbst oder ewiger Hassel heißt, arbeiten für Geld oder Geld arbeiten lassen. Kannst es lieben, kannst es lassen, kannst drauf scheißen, doch die Welt spricht Visa und geht über Leichen. Ey, yeah, yeah. Wir setzen Zeichen, persen nie das Mic an deine Crew aus Sterni Leichen. Alles krepelt, von der Glotze großgezogen, doch die Straße ist kein Gangsterfilm. Wir trinken auf die Drogen, toten Brust, denn wir waren stärker als der Druck hier unten. Last man standing, du kommst komisch über die Runden. Yo, du leckst Arsch, ich leck Wunden. Ey, du zählst Klicks, ich sampling Zeit in Sekunden. Der Geräuschemacher. Digga, die Scheiße, die du rappst, ist bei weitem nicht so fett, wie du dir einbildest mit Alkpegel von Heineken bis Becks. Die meisten Mics werden gecheckt, ich rocke die Scheiße aus der Kalten. Mit dem Beweis, Stocky will meist einfach nur heizen, ja. Alles beim Alten, es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Gib mir eins aus oder halt's Maul, ich muss die Plauze pflegen. Bau mal ihn, Bruder, die Harze riecht nach Räumersalbe. Und wenn du anzündest, so ein Feuerbein. Heute Scheiße, aber morgen wieder Freundschaftspreise. Du machst auf deutsche Eiche, aber kriegst am Leuchter keine. Hä? Ja, war da so gewesen, oder? So ein großer, aber Angst vorm Regenbogen, war klar. Ja, sitze mir die Liebsten, wollen Wunder was erreichen, aber steht am Mic dann wie Peak 7, du. Schiebst Krise wegen Arzen am Block, aber wer bleibt stabil? Nackt und Stock. Hard work is fine if it's a work of passion. But just to work hard to buy shit to impress people, you're fucking loser. Sie geben keinen Fick, aber fragen mich, wie geht's? Alles cool, mein Sohn, wenn ich schwul bin, hast du... Du Aktivistensohn, mal Plakate, halt die Fresse. Wenn's dir wirklich ernst ist, spring in die Kartonagenpresse. Ich bin auch für die Umwelt, deshalb zünd ich dich nicht an und kompostier den Wack MC zu Humus und Methan. Du wirst deportiert, ich häng ab wie ein Zug verplant. Wenn das Leben mal keinen Sinn macht, nimm einen Schluck Mucosolvat. Yo, du Reizhustensohn einer Mom und komme nicht mit politisch unkorrekt. Yo, du froschfressender Franz, alles grenzwertig, so wie unsere Werte an den Grenzen, aber was kostet die Welt? Instrumentalisierung von Menschen. Ich antworte nicht, um mir meinen Teil zu denken. Du antwortest nicht, weil dein Mund voll ist mit Schaumstoff. Du bist kein Franzose, nein, aber du frisst auf Frosch. Vous êtes la bourgeoisie, je suis en Bosch. Vous êtes la bourgeoisie, je suis en Bosch.
wo seit La Bosch war sie. Was geschieht, das geschieht. Was geschieht, das geschieht. Was geschieht, das geschieht. Guck, was kommt, stell mich drauf ein. Guck, was kommt, stell mich drauf ein. Was geschieht, das geschieht. Ich bin ungern am gleichen Punkt, als wäre ich 13 viel gefunden. Mehr gelungen, Mut zu Unzulänglichkeiten. Nutze den Unterdruck zum Schreiben. Ob's gesund war, ist noch unklar. Doch nur ein Grund mehr, um zu bleiben. Egal wie unscheinbar sie scheint. Ich versage an Kritik, für mich gezwungen zu vergleichen. Nie ist der Maßstab legitim. Und jeder Rat, den man mir gibt, zeigt mir den Grad der Idiotie, der dem entsprach, was ich mal war. Sobald die Ratio nicht mehr siegt. Ich werde ertragen, was geschieht. Was geschieht? Pack auch nach Jahren nichts als depressive Phasen auf paar Beats. Sonst kann ich gar nichts, immerhin habe ich ein Ventil. Mal nah am Ideal, mal gnadenlos versagt und resigniert. Den gleichen Kram paraphrasiert, von mir gelangweilt und gequält. Auch wenn es anderen gefällt, sinkt nie der Anspruch an mich selbst. Jeder Zusammenbruch zeigt die Angst, ich bin dankbar, dass ihr helft. Wohin der Plan führt, sieht man nur manchmal unterwegs. Was geschieht, das geschieht. Ja, immer noch am gleichen Punkt, als wäre ich 16, zwar gefunden, was mich fesselt. Drumherum gibt es nichts Festes, volle Stunden, komme gut über die Runden, seit ich weg bin. Da kommt Steigen und Stress, folgt mir die Dunkelheit gen West. Halb gezwungen, halb besessen, ich nenne es richtig und ihr scheitert. Ersticke ich im Alltag, treibt das Pflichtgefühl mich weiter. Wo Kompromisse nicht mehr reichen, stiftet nicht Zufriedenheit und nur unendliche Geschichten. Ich lauf sicherer im Alleingang. Und ich verzichte auf den Beistand, auf das Mitleid, auf die Blicke, auf die Tipps und zweiten Meinung. Mit 35 schreibe ich seit Jahren die Diss und leb vereinsamt. Doch ich bin nur dem verpflichtet, was ich sein kann. Ich kann vermutlich auf den Spuk in meinem Kopf hin. Ab und zu geht es mir gut, mehr als nur Zufälle und Floskeln. Auf der Suche nach mehr Ruhe, rechne Nutzen gegen Kosten. Kostet Nerven, kostet Stärke, hab nie genug, ich lebe trotzdem.